meine Lieben, zurück zu einem weiteren Part bei Guild Wars 2 Lebendige Welt Staffel 3. Wir sind übrigens im 5. Kapitel Krisenherd und da schon recht gut vorangekommen. Wir sind letzte Folge nach dem Kartenerkunden hier auf Draconis Moons. Ich glaube, so wird es zumindest ausgesprochen. Draconis Moons, genau. Falls es doch eine andere Aussprache hat, dann tut es mir leid. Auf jeden Fall, eine total coole Karte. Und ja, wir müssen, geht den Hügel hinauf. Ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Wenn wir hier so ein paar Panoramensehenswürdigkeiten haben, würde ich versuchen, das mitzunehmen. Wir haben hier Essenzen des Eichenherzes. Das ist eine Beherrschungsmöglichkeit. Glaube ich, ja, müsste eine Beherrschungsmöglichkeit sein. Das ist wie hier mit diesen Geschwindigkeitspilzen, mit diesen Adrenalpilzen. Und ja, wir haben an sich so hier nichts auf der Karte, was ich jetzt hier so aus dem Augenwinkel rechts sehen kann. Deshalb flitzen wir jetzt einfach mal den Weg hinauf. Wir haben hier auch ein paar Aufwände, mit denen wir los könnten. Wir machen es aber jetzt mal zu Fuß. Viele jüngere Leute hatten angefangen zu denken, dass die Götter nur eine Geschichte waren. Es hat keinen Zweck, das jetzt zu leugnen. Es hat meinen Glauben ziemlich abrupt erneuert und mich in ein moralisches Dilemma gestürzt. Ein moralisches Dilemma? Wie dieses? Vielleicht sollte ich nicht mithelfen, ihn zu jagen. Vielleicht sollte ich ihm dienen. Was? Wem willst du dienen? Wem will er dienen? Was habe ich verpasst? Wir werden es früher oder später erfahren, definitiv. Okay. Da haben wir eine Sehenswürdigkeit und wir haben ein erstes Herzchen. Wenn wir jetzt heute... Auf dem richtigen Weg. Was? Wer ist da? Der Wind. Der Himmel. Das Land. Ihr müsst euch beeilen. Okay. Sprecht mit der Person, die hier das Sagen hat. Okay, also wir gucken halt, wenn wir Herzchen machen müssen, machen wir sie jetzt mit. Ich muss mal gucken, zeitmanagementmäßig, ob ich dann sage, okay, ich würde die Karte dann auch irgendwie noch mit erkunden. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen Char oder eine Char-Lady. Leutnant My Day. Kommandeur, mit dem quatschen wir jetzt mal. Eine Lady, ist die okay. Katastrophe. Wir haben mehrere Mannschaftsmitglieder verloren. Ich suche Timmys Wissenschaftler. Er hat den Aufspürer und wurde von einer Ranke erwischt. Habt ihr sowas Ähnliches gesehen? Versucht es weiter oben am Hügel. Da hat es vor kurzem ein Durcheinander gegeben. Okay. Und seid auf der Hut. In dieser Höhle gibt es massenhaft Gefahren. Wir halten inzwischen den Verteidigungsring. Klingt gut. Genau, bei diesem Herz haben wir hier so verdächtige Büsche, wir haben hier Taschenraptoren, wir haben Naturgeister, die zählen alle wir zum Herz. Das geht eigentlich echt flott, das Herz, muss ich sagen. Wir haben hier hinten an dem Weg ein Panorama. Ich würde sagen, das holen wir uns schon mal. Oh. Okay, ich habe nicht groß Ahnung, wem die Stimme gehört, aber wir wissen ja, dass wir Balthasar wieder gesehen haben in dem Asura Rata Novus Labor, wo die Taimi so ein bisschen experimentiert, guckt, wie sie es machen soll. Okay, da oben haben wir unser Panoramchen sitzen. Hier kriegen wir auch wieder Kugeln. Zum einen bringen sie uns den Fortschritt weiter und wir kriegen XP und entfesselte Musik, wollte ich schon sagen. Tut mir leid, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, es stört nicht groß. Aber das sieht so schön aus. Allein mit diesen Ketten, sage ich jetzt mal, die da runterhängen, diese bläulichen. Das sieht so toll aus. Das muss ich sagen, erinnert mich immer voll an Avatar. Die sind ja auch Wahnsinn gewesen, die Filme. Oh, guckt mal, was da ist. Okay. Nicht schlecht. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal das zweite Panorama. Okay, ich sollte vielleicht erstmal gucken, bevor ich laufe. Wir haben hier noch eine Sehenswürdigkeit und hier in dem Gebiet ist irgendwas. Okay,
Findet den Wissenschaftler, der das Ortungsgerät besitzt. Okay, wir haben verschiedene Ebenen. Heißt, wir können uns wieder ein bisschen dusselig suchen. Wissenschaftler. Kommandeur, hier drüben. Da. Der Alchemie sei Dank. Alles in Ordnung? Okay. Ich bin zu Tode erschrocken. Ich bin gerade so mit meinem Leben davon gekommen. Also da ist das Panorama, was wir uns angeguckt haben. Das steht direkt ihr bleibt hier. Im Norden weiter. Ein wachsamer Soldat wird euch zurück kein Katzensprung bringen, wenn ihr soweit seid. Könnt ihr mir zeigen, wie der Aufspürer funktioniert? Ich befürchte, der Aufspürer wurde irreparabel beschädigt. Na toll. Er zeigt Anomalien an. Okay. Es ist mir nicht gelungen, ihn zu richten. Ich werde es noch einmal versuchen. Achtet darauf, ob das Licht grün wird. Mhm. Ach du meine Güte. Ja, jetzt ist er komplett keine kaputt. Keine Ahnung, wie ihr jetzt Timis Gerät finden wollt. Das kriege ich schon hin. Es ist Balthasar. Ich folge einfach dem Feuer. Ganz genau. Ihr werdet dieses göttergleiche Wesen aus einer anderen Welt problemlos aufhalten. Bewaffnet mit nichts weiter als eurem Scharfsinn und euren Fäusten. Jetzt, da ihr ihn gefunden habt, nehmt euren Freund mit und geht. Verlasst diesen Ort. Ihr gehört nicht hierher. Oh. Ihr habt mich also geleitet. Ich danke euch. Wir sind hinter einem abtrünnigen Gott her. Das göttliche Wesen, ja. Wir haben es ankommen sehen. Wir wachen. Sein Stamm verursacht großen Schaden. Wir werden euch allen helfen zu gehen. Dies ist einer der reinsten Gärten der Natur und ihr stört. Nur wir oder der auch zumindest? Ich muss das göttliche Wesen finden. Wir kommen im Guten, aber Balthasar muss aufgehalten werden. Das göttliche Wesen, ja. Ihr könnt ihn zum Gehen bewegen, dann eilt euch. Euer Gott hat sich über die Wolkenschicht begeben zum Scheitelpunkt. Ah, der ist weiter oben, okay. Okay. Das läuft doch echt flott die Karotte. Ich bin mir sehr sicher, dass wir, wer die Sammlung fürs Amulett macht, das ist ja doch so das erste große legendäre Schmuckstück, was man sich relativ kostenfrei machen kann. Man muss ja eigentlich nur Geschichte spielen, soweit ich mich daran zurückerinnere. Ich meine, wir haben hier Kapitel auch auf dieser Karte, die wir spielen müssen. Das Coole ist, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, dass wenn man mit einem Charakter, vielleicht jetzt wie ich mit der Soraya, bestimmte Kapitel und Geschichten und Erweiterungen und Staffeln durch hat, zu bestimmten Punkten einfach verkürzt die Story spielen kann, weil man hat dann lila Punkte auf der Geschichte und die zeigen genau den Ort an, den man auch für das Amulett dann braucht, diesen Story-Kapitelteil. Und das finde ich meiner Meinung nach sehr cool geregelt, weil nicht jeder hat Lust und das und die Zeit, die ganze Geschichte so durchzuspielen. Gut, viele spielen es nicht so ausgiebig wie ich jetzt durch. Ich bin ein absoluter Story-Mensch. Ich liebe das. Ich finde das schön. Es ist halt mal wirklich was komplett anderes. Und ich finde es halt echt cool gemacht. Okay, sucht am höchsten Punkt des Vulkans nach Balthasar. Okay, haben wir. Okay, also unser nächstes Kringelchen haben wir schon hier. Wir haben hier auch Event-Kringel. Okay, dann würde ich sagen, begeben wir uns auf den Weg. Wir hätten hier eine Sehenswürdigkeit, aber die können wir beim Kartenerkunden mitholen. Hier geht's hoch. Ist natürlich jetzt die Frage, ist das auf unserer Ebene? Ist das eine Ebene drüber? Das ist jetzt die große Frage. Sonst würde ich sagen, lassen wir die Punkte da Punkte sein und gucken uns einfach mal, wo wir hier zu dieser... Okay, nee, das ist, ich glaube, eins über uns, oder? Oh, guckt mal, hier ist ein Aufnahmegerät. Mein Terraformer ist nicht stark genug. Ja? Ich habe jedoch einen brillanten Plan. Die Druiden werden mir dabei helfen, ob sie wollen oder nicht. Erfreulicherweise geben sie Naturmagie ab. Die Art von Magie, die ich brauche, um ein Experiment auf die nächste Stufe zu bringen. Ich habe damit begonnen, ihnen diese Magie zu entziehen. Ein kleines Opfer für den Fortschritt der Magiewissenschaft. Sie sterben nicht sofort. Okay, auf jeden Fall liegt hier von Zinn ein Aufnahmegerät. Ich glaube, das ist eine Sammlung. Ich glaube, jetzt sind wir auf der richtigen Ebene, um weiter nach oben zu kommen.
Man muss sich das vorstellen, so ein bisschen wie auf so einer Spirale, finde ich. Und es gibt... Wie viele Wegmarken? Drei Wegmarken gibt es leider nur. Aber das geht. So. Hallo Veterane. Tschüss Veterane. Wir wollen nur weiter nach oben. So. Wir sind, ich würde mal sagen, auf dem nächsten Ring. Und da vorne ist eine Wegmarke. Sehr cool. Sehr schön. Dann haben wir nämlich schon mal den nächsten Stop. Und irgendwo hier hinten ist, glaube ich, noch eine. Also, die zwei Punkte, die wir eben gesehen haben, die waren unten. Aber das ist nicht schlimm. Karte versuchen wir im nächsten Part zu machen. Wir schnappen uns aber jetzt auf jeden Fall diese Sehenswürdigkeit und die da. Wie auch die beiden und das Panorämchen, dass wir die einfach schon mal haben. Wir haben auch hier diese Thermorohre wieder. Da kann man auch super schnell, wenn man noch nicht so viele Reittiere hat, die Karte erkunden. Da haben sie einem dann doch schon ein bisschen Unterstützung gegeben. Genau, hier ist auch ein nächstes Herz. Man kann hier mit denen kämpfen, die... Ich glaube, das sind Gefangene, genau. Den, die befreien und wir haben hier jetzt ein Event, die zählen dann auch gut dazu. Da hinten wäre noch was. Den haben wir. Und da ist das Panorämilein. Wo ist es? Ah, da oben. Okay. Einmal kurz zurück. Da ist es und hat sich versteckt vor uns. Okay. Zack. Nächstes Panorämchen. Das sieht so cool aus. Punkt, 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 Punkt. Panorämchens. Okay. Wir müssen allerdings jetzt dem Feuer folgen. Das wäre dann hier Richtung Vulkan. So. Und jetzt... Ah, okay. Warum zu langsam? Ihr habt das göttliche Wesen in den Brunnen gelassen. Was? Jetzt könnt ihr mit eurem schmelzenden Fleisch ihm nicht folgen. Es muss doch einen Weg geben. Ich bin zwar nicht göttlich, aber ich habe listenreiche Freunde. Ich kann Hilfe rufen. Nein, ihr bringt niemanden mehr in den Garten. Wir können euch helfen, aber ihr werdet es schwierig finden. Schmerzhaft vielleicht. Okay. Ich fürchte die Herausforderung nicht. Was muss ich tun? Ihr müsst die Alten erreichen. Die Alten? Verlorene Geister. Okay. Sie waren durch eine Täuschung gefangen in den unnatürlichen Kammern des Wesens Zinn. Ein Wächter aus Metall steht einsam auf einem Friedhof. Findet ihn. Er weiß, wo die Kammern sind und wie man hineinkommt. Mhm. Wenn ihr alle Ältesten befreit, werden sie euch beschützen, während ihr im Schlund seid. Ihr genießt ihren Schutz, bis eure Aufgabe abgeschlossen ist. Dann musst ihr hier fort. Okay. Ich will den Wind schicken, der ihnen sagt, dass ihr kommt. Wenn ihr es schafft, werden sie wissen, dass sie euch ihren Segen geben können. Mhm. Okay, nächster Unterteil abgeschlossen. Okay, also wir müssen die vier Geister finden. Oh, jetzt poppt hier eins nach dem anderen auf. Okay, findet den Wächtergolem auf dem Golemfriedhof. Wo ist der? Ah, ganz hier oben. Okay. Ich finde es schon mal gut, dass wir so geleitet werden, dass wir uns schon mal alle Wegmarken holen können. Dass wir in Zukunft ein bisschen weniger fliegen können und ein bisschen die Wegmarken benutzen dürfen. Wir haben hier eine Sehenswürdigkeit. Die nehmen wir mit.
Und hier hinten ist dann scheinster Friedhof. Okay. Aber hey, wir haben allein nur durch die Punkte und die panoramischen 41% der Karte erkundet. Hier, der alte Friedhof. Ist das da, wo man... Ist das hier diese Höhle? Wo ist diese Höhle? Ist die oben? Ist die unten? Ist das das Teil? Vielleicht? Ah, hier ist eine Wegmarke. Okay. Bevor wir jetzt irgendwas anderes suchen, holen wir uns erstmal hier die Wegmarke. Ich glaube, wir sind sogar auf dem richtigen. Oder? Ah! Aufgeladen! Okay. Wer bist du? Seid ihr gegrüßt, Lebensform. Ihr könnt mich gerne Mox nennen. Mox. Ich habe ein Angebot für euch. Der Nutzer 10 funktioniert nicht mehr. Golem-Trupp wurde außer Betrieb gesetzt. Oh. Es muss also einen Grund für euer Kommen geben. Helft mir und den Golems, dann helfen die Golems euch. Ich muss die nächste von Zins Kammern finden und hineingelangen. Kannst du mir dabei helfen? Nur ich kann dabei helfen. Ich habe den Zutrittscode für Zins erste Kammern. Ihr braucht aber den Edelsteinschlüssel. Was, den Edelsteinschlüssel? Wo ist er? Okay. Eine Forscherin hat ihn gestohlen. Ein Netzling hat die Asura gefressen. Na toll. Also eine dieser Spinnen? Weißt du, welche es war? Negativ. Ich bin sicher, ihr werdet die richtige finden. Okay. Heißt, ich vermute stark, dass wir das Herzchen jetzt machen, weil da zählen diese Spinnen dazu. Wir haben, was zählt denn zum Sucht nach Teilen, um defekte Golems zu reparieren, unterstützt seltsame Pilze, untersucht seltsame Pilze und eliminiert Spinnennester in dem Gebiet. Genau, da sind nämlich diese Spinnen. Seltsamer Pilz. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Pilz an. Ach, die essen wir, okay. Interessant. Die essen wir. Okay, da hinten sind die Spinnis und seltsame Pilze. Feuer! Aufgeladen! Ich glaube, das ist Zufall. Bei welcher Spinne dieser Schlüssel aufpoppt, glaube ich. Das Schöne ist, es ist ein Herz, was relativ schnell voranschreitet. Aufgeladen. So, da haben wir noch Spinnchens. Na, wo ist sie? Da haben wir noch eine Spinni. Ah, wir haben ihn schon. Ah, okay. Das war wirklich Zufall. Schlüssel zur Zinskammer. Okay. Ja gut, ich weiß nicht, ob ich heute wirklich die Zeit und die Motivation habe, Karte zu erkunden, aber... Wie gesagt, das Herzchen, das ist jetzt nicht so schwer. Deshalb würde ich sagen, wir machen heute jetzt nur mal rein Story und holen uns nur ein paar Sehenswürdigkeiten, ein paar Panoramen. Damit ihr erkannt werdet, fertig. Okay. Klettert diese Wurzel herauf, um zu Zinskammer zu gelangen. Mhm. Die anderen befinden sich an anderen Orten. Eine auf dem Gipfel, eine an der Küste des siedenden Meeres. Und in eine ist die Inquistur eingedrungen. Oh, okay. Danke.
Ich habe Leute hier und ein U-Boot. Du könntest mit uns mitkommen, zurück in die Zivilisation. Ihr werdet die neue Benutzerin. Option ist annehmbar. Wann brechen wir auf? Kann Nestling mitkommen? Ich muss mich zuerst um etwas kümmern. Das Raubtier muss hier bleiben, also sag Lebewohl. Verstanden. Abschießmodus aktiviert. Oh. Ja, aber was für ein Netzling hat er denn da bei sich? Ne, das ist unser Miniatürchen. Geht der dann zu Timey, der Golem? Weil ich wüsste nicht, dass wir irgendwie einen Golem haben. Okay, wir müssen den Weg wieder hoch, den wir jetzt gerade gekommen sind. Schups. Da ist die Kammer, die wir eben schon gefunden haben, bevor wir dann runter sind. So. Freigabe durch Mox. Mädchen. Oh mein Gott. Was ist eine Spinne? Überleben wir das hier in diesem komischen Sabber, sag ich jetzt mal? Scheint so. Wo müssen wir denn lang? Jo. Wir gehen einfach rein und schauen. Aufgeladen. Okay, die haben wir. Die Pilze, die machen uns scheint's echt jetzt nichts. Okay, wir flitzen jetzt. Hallo! Frei. Ich bin frei. Nach all dieser Zeit. Ja. Der Wind hat mir eure Absichten zugetragen. Ich lasse euch einen Teil des Schutzes zukommen, den ihr für den Vulkanschlund braucht. Vielen Dank. Wir haben so eine Bubble ich werde bekommen. Euer Geschenk nicht verschwenden. Das ist ja cool. Und jetzt ist er weg. Okay. Schaut mal, wir haben eine Bubble. Okay. Den ersten haben wir. Vom Kommunikator. Eure Temperatur scheint zu schwanken, wie wild. Ach ja, das klingt sinnvoll. Einer der Geister der Wildnis von hier unten hat mir eine Hitzebarriere verliehen. Sicher, klar, absolut. Aber im Ernst, was geht da vor? Die Timey. Ja, diese Stimmen haben mit mir gesprochen. Mhm. Dann sagten die Dinger von dem Geisterbaum, ich sollte sie befreien. Okay. Mhm. Die Timey. Gegenzu gewährt sie mir Schutz vor den hohen Temperaturen. Schön klar. Also, ihr habt eindeutig einen Hitzschlag. Aber keine Panik, ich schicke euch Hilfe. Mir geht es gut, Timey. Zumindest, sobald ich mehr meiner magischen Geisterfreunde befreit habe. Oh Mann. Für Timey sind wir den Wahnsinn gewichen. Aber okay, gut. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit von der Episode. Ich wollte jetzt gucken, dass wir die Story-Kapitel so rucki-zucki wie... Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ah, hier. So rucki-zucki wie möglich. Mann, wir haben jetzt hier noch ein Panoramchen. Ich würde sagen, wir gucken uns das zum Abschied an und gehen dann im nächsten Part die nächsten Wildgeisterfreunde an, die uns ihre Schutzsachen dann geben. Und ich würde sagen, solange wir keine Herzchen wirklich beenden müssen, um was zu machen, würde ich die Herzen erstmal nach hinten rausschieben. Wir haben hier einen Geist. Da haben wir einen Geist. Wir gehen mal auf die unterste Ebene. Genau, wir haben hier unten am Start einen Geist. Hier im Wasser. Also natürlich auf den verschiedenen Ebenen. Hier einer und hier. Okay. Da wir relativ weit oben sind, würde ich sagen, wir holen uns den Geist und den als erstes und gehen dann nach unten. Aber ich würde sagen, für die heutige Folge machen wir erstmal Schluss für heute. Wir schauen jetzt im Anschluss das Panorama noch und dann würde ich sagen, freue ich mich sehr, dich im nächsten Part wieder willkommen heißen zu dürfen. Hoffe, es hat dir soweit Spaß gemacht und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.